Welche Aufgaben und Pflichten habe ich denn jetzt als JAV? Also was muss ich jetzt machen in dem Amt? Also das ist gesetzlich klar festgelegt. Natürlich im Groben kann man schon mal sagen, die JAV kümmert sich ja um alle Belange von Jugendlichen und Auszubildenden. Das heißt, es werden natürlich hauptsächlich Themen wie Berufsbildung und Ausbildung Themenkomplexe sein. Mhm. Im Paragraphen 70 Betriebsverfassungsgesetz ist ein ganzer Aufgabenkatalog geregelt. Das ist ein guter Spicker, da kann man auch immer reinschauen, um sich zu versichern, was die Aufgaben sind. Und da steht zum Beispiel drinnen, dass die JAV beim Betriebsrat Anträge stellen soll, vor allem in Fragen der Berufsbildung, zum Beispiel Übernahme etc. Dann gibt es noch Überwachungsaufgaben. Überwachung, also da ist die JAV sowas wie ein Wachhund, der dafür sorgt, dass wirklich alle Gesetze, Verordnungen, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, die für die JAVler gelten, also quasi die für Jugendliche und Auszubildende gelten würden, dass die auch eingehalten werden. Dazu ist es natürlich auch wichtig, die Gesetze zu kennen. Ja. Deshalb wird man auch auf unseren Schulungen natürlich darin geschult, was gibt es überhaupt da auch für Gesetze, zum Beispiel das Berufsbildungsgesetz, das Jugendarbeitsschutzgesetz, was steht denn da drinnen? Das ist dann zum Beispiel alles schon Teil des Seminars Jugend- und Auszubildendenvertretung Teil 1. Da lernt man die ganzen Beteiligungsrechte und was gibt es denn für Gesetze. Denn man muss ja auch irgendwie wissen, was gibt es da überhaupt, um die Gesetze überwachen zu können. Und dann gibt es noch einen weiteren Aufgabenkomplex. Da geht es darum, wenn sich Jugendliche oder Auszubildende an dich als JAVler wenden, dass du als JAV-Mitglied dann dir überlegen musst, naja, sind denn die Belange meines Kollegen hier berechtigt? Ja, also du musst quasi für die da sein, dir anhören, was sie gerne hätten und dir dann überlegen, siehst du das genauso? Weil wenn ja, dann müsstest du zum Betriebsrat gehen, das weitergeben und beim Betriebsrat beantragen, dass der sich darum kümmert. Und dann gibt es noch einen Komplex von Themen Integration von ausländischen Jugendlichen und Auszubildenden, das wäre auch so ein Thema, wo du dich drum kümmern würdest. Oder auch für Gleichstellung, also dafür zu sorgen, dass Jugendliche und Azubis jetzt nicht schlechter behandelt werden als Erwachsene. Okay, danke. Also es ist schon allerhand, was man da zu tun hat. Aber dazu gibt es ja Gott sei Dank die Schulungen, da lernst du das alles. Okay, danke.